Jo, hallo liebe Leute. Weiter geht's mit Fishing Planet und jo, heute will ich hier die Aufgabe oder besser gesagt Herausforderung abschließen. Da fehlen mir nämlich nur noch zwei Stück. Muss man insgesamt 250 Thunfische fangen. Für Stufe 1 wahrscheinlich 50, für Stufe 2 100 oder 150, obwohl ich glaube eher 100. Und für Stufe 3 dann 250. Und ja, wie gesagt, da fehlen mir noch zwei. Und dann bekomme ich drei Baitcoins und eine Salzwasser-Monoschnur. Die 1,05. 1,05 mm. Die hat 65 Kilo. Die ist ganz okay. Ich zwar. Na, so gut wie gar nicht benutzen, aber wer weiß, vielleicht braucht man sie irgendwann mal. So. Dafür bin ich hier wieder in meiner Spur unterwegs. Ups. Ich muss mich erstmal hier gerade ausrichten. So. Ich will auch sehen, in welche Richtung wir fahren. Wir fahren Richtung hier diese Markierung. Angefangen habe ich hier hinten. Bin jetzt hier oben angekommen und wie gesagt, geht weiter bis da und dann geht es hier runter. Und hier wieder leicht nach oben bis hier. Diese Kurve. Aber ich glaube, bis wir da sind oder spätestens bis wir hier sind, hier in dem Bereich sind, sollte ich die zwei Stück gefangen haben. So, Ausrüstung nutze ich die. Starke DLC-Route mit 72,5 Kilo, Rolle mit 72 Kilo, Schnur mit 72 Kilo und daran habe ich den Tropi-Tintenfischkette 20 cm, 5 Stück und den Tropi-Plack 115 Gramm Raute 8,0. Meine Herren, Bordfindungsstörung. So, dann gebe ich wieder Tempo. Und alles werfen, ne? Das kann ja nichts beißen. So, zwei Tuner noch. Na? Nö, der ist nicht dran. Der wollte nur mal nibbeln. Der wollte mal an der Lasche nippeln. Na, hat der mehr? Nö, der hat auch wieder losgelassen. Manchmal hilft es, wenn man hier nach oben geht, dann hier auf die Karte guckt. Dann wieder runter geht, sich umdreht und dann ist ein Fisch dran. Nee, diesmal klappt es nicht. Vorführeffekt. Die letzten drei Male, als ich das gemacht habe, war hier ein Fisch dran, dann bin ich wieder nach unten gegangen bin. Oder hier auf die Me ja, genau. Ah, ich glaube, der ist noch dran. Oder? Ne, ist er nicht. Kaum habe ich die Aufnahme am Laufen, habe ich hier nur noch solche Anfasser. Die hatte ich vorher die ganze Zeit nicht. So, jetzt aber lang genug in die Map geguckt. Jetzt ist er bis da. Machen wir den Motor natürlich wieder aus, ne? Ist das nicht so schwierig, den reinholen?
Er will in die Tiefe. Und da ist er schon. 41 Kilo. Dafür nimmt er das Gaff. Solche Fische hebt er auch sonst einfach so mit der Rute raus. Na gut. Mal so, ne? So, wieder Tempo 2 und ab dafür. So, ein noch. Achso, ich wollte mal gucken, ob hier überhaupt noch. Ne, natürlich nicht. Angeblich keine Fische unterwegs, aber beißen tut denn trotzdem was, so wie jetzt. Und das könnte schon der letzte sein, wenn es kein Marlin ist. Scheint eher ein Bonito zu sein oder sowas. Irgendwas Kleines. Oh, echter Bonito in Trobi. Aber der zählt auch. Und damit haben wir es geschafft. Ging ja doch schneller als gedacht, ne? Thunfisch-Tyrann Stufe 3. 3 Bitcoins und die schöne Schnur. Da mache ich mal ein schönes Bild von. Da. Ein vorsichtshalber noch ein zweites. So, was gibt es denn noch irgendwas? Neue Herausforderung? Ja, Partyman 3 fehlt mir noch. 0 von 1. Achso, gemeinsam mit Freunden. 1000 Fische. Wow. Tausend Fische in einer Party oder was? Das ist ja gar nicht möglich. Mit 4 Mann, ja gut, jeder 250, aber 250 Fische schafft man ja auch nicht an einem Tag. So, sonst noch irgendwas Neues? Nö. Okay. Dann fangen wir so noch ein paar Tunas. Ich glaube, in der nächsten Zeit werden ein bisschen weniger Videos wiederkommen von mir, weil ich habe jetzt mittlerweile hier eigentlich alles gezeigt. Obwohl ich könnte jeden einzelnen Fisch natürlich nochmal einzeln zeigen, aber das viel Sinn macht. Also jede Fischart, ne? Also nicht jeden Fisch dann auch noch einzelnes Video für einen Jungen oder normalen oder Troppi oder einzigartig. Wenn dann schon natürlich die vier Kategorien innerhalb einer Fischart auf ein Video. Ansonsten wüsste ich nicht, was ich hier noch zeigen sollte irgendwie. Einfach nur stumpf rumangeln,
kann ja jeder selbst irgendwie, ne? Das muss ich ja nicht zeigen, wie das geht, ne? So, von mir aus kann man wieder was beißen hier. Ja, ich muss mal ein bisschen Kurs korrigieren. Besser. Und mittlerweile ist das schon 18:33 Uhr. Geht langsam auf den Abend zu. Besser gesagt, ist das schon früher Abend. So, kommen hier noch Büsche oder war's das? Ist meine Navi-Boje. Gerade dran vorbei. So. Ey, wie sieht's so aus, als wenn hier nichts mehr beißen will? Aha. Man muss nur meckern. Schauen wir mal, was das jetzt ist. Ui. Oder wie ein kleiner Kämpfer. Das kann jetzt wieder ein bisschen dauern, ne? Bis der reingekurbelt ist. Kommt er jetzt oder kommt er nicht?
So, hier wieder unter mir. Nee, nicht tiefer tauchen. Hallo, aufhören. Hallo, stopp. Gibt's aber gar nicht. Pumpen wir ihn mal hoch, ne? Bevor er hier eine ganz in die Tiefe abhaut. Habe ich keinen Bock drauf. Nee, nicht abhauen. Komm jetzt her hier. Getrickst mit ordentlich Pumpen. Haben wir mal nochmal ein Trophy, ne? Gibt auch wieder 11.952 XP und 28.948 Cash in der Tasche. So. Ja, ich würde sagen, schönes kleines Video. Wie gesagt, wundert euch nicht, wenn da die nächsten Tage nicht so viele Videos kommen. Vielleicht nur noch alle 2, 3 Tage mal ein Video. Und auch nicht mehr so lange Videos, mehr so zwischen 15 und 25 Minuten. Dann würde ich sagen, oh, tschüss, bis zum nächsten Mal.